Ich habe mich vor allem für den Lehrberuf entschieden, weil mich Autos einfach immer sehr interessiert haben und weil ich etwas Handwerkliches arbeiten wollte. Ich habe in einem früheren Betrieb, wo ich arbeiten durfte, einen Flüchtling im 2000, der bei uns als Karosseriespengler angefangen hat. Durch Weiterbildung und Entwicklung heute Karosseriechef in einer der grössten Karosserien ist in der Schweiz. Ich hatte Mitarbeiter, die heute hier bei uns im Haus als Verkaufsleiter aktiv sind. Ja, die Branche bietet absolut eine grosse Zukunft, wenn man das möchte. An unserer Garage finde ich speziell, dass wir ein sehr junges Team haben. Alles verschiedene Charaktere und sehr modern und gross sind. Im Team haben wir sehr gut untereinander, auch lustig, aber wir wissen, wenn wir fokussiert sind. Ich denke, die Veränderung spürt man schon länger. Eben mit Elektroauto oder Hybridfahrzeugen kommt neue Technik dazu, interessante Technik. Es geht auch in der Lehre, wird das schon mit einbezogen, also auch schon Lehrlinge eigentlich daran arbeiten. Und ja, man hat dann nie ausgelernt. Es kommt immer wieder neues Zeug dazu, moderner Zeug. Ja. Warum sollte ein Lernende bei uns oder ein Lernender die Lehre absolvieren? Wir haben die Leidenschaft für das Automobil hier bei uns. Und wenn die Person das auch mitbringt, einen Herzschlag für das Auto, dann ist sie bei uns genau am richtigen Ort.